Hello, I'm Isabel Kumar. Isabel Kumar ist mein Name von Euronews und im Namen unseres Fernsehsenders und im Namen unseres Partners Debating Europe freue ich mich, dass ich die ersten YouTube-Interviews hier moderieren darf mit Jean-Claude Juncker. Er ist hier bei uns im Studio. Herr Jean-Claude Juncker, ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Sie haben nun die Rede zur Lage der Union gehalten gestern und da geht es um Themen wie Investitionen, Sicherheit, auch Verteidigung und vieles mehr. Wie ist das angekommen, glauben Sie? Ja, das weiß ich nicht. Das ist auch nicht mein Hauptanliegen. Ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte und ich hoffe, dass diese Botschaft dann auch ankommt. Die Botschaft lautet, dass wir nun bei konkreten Themen etwas liefern müssen. Wir müssen konkrete Maßnahmen setzen. Und ich habe den Eindruck, dass doch die Mehrheit im Europäischen Parlament und auch die europäische Presse die Botschaft verstanden haben. Ja, heute haben wir eine andere Herausforderung für Sie. Wir haben hier drei YouTube-Creators. Diese warten auch schon. Sie warten ganz gespannt mit vielen Fragen für Sie. Hunderttausende Follower haben Fragen eingeschickt. Beim letzten Mal hat man das mit dem amerikanischen Präsidenten Barack Obama so gemacht. Er kannte die Fragen im Vorhin nicht. Bei Ihnen ist das Gleiche nun der Fall. Auch Sie kennen die Fragen nicht. Ich mag auch vorbereitete Interviews gar nicht, sagt Herr Juncker. Gut, unser erster Creator ist Jonas. Jonas ist 19 Jahre alt. Er hat mehr als 1 Million Follower auf YouTube. Er hat sogar ein Buch über seine Erfahrungen veröffentlicht. Und Jonas kommt aus Deutschland. Ich darf Sie nun zu Jonas führen. Freut mich sehr. Kennenzulernen. Ja. Wunderbar. Freut mich auch, Sie kennenzulernen. Dankeschön. Leute, wie gesagt, mein Name ist Jonas. Darf ich meine Jacke aufmachen? Weil ja, genau, machen Sie. Man muss wissen, es ist sehr heiß in Brüssel. Richtig. Wie gesagt, mein Name ist Jonas und ich habe heute die einmalige Chance, dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker Ihnen ein paar Fragen zu stellen, die sicherlich nicht nur mir auf dem Herzen liegen, sondern einen Teil von euch da draußen auch. Denn ihr hattet die Chance, unter meinem letzten Video ein paar Fragen zu stellen zum Thema Europapolitik und EU. Und genau diese Fragen werde ich heute in Form von, ich fungiere quasi als Sprachrohr an eurer Stelle für die Community an Sie formulieren. Ich danke erstmal dafür, dass ich diese Chance bekomme. Ja. Vielen Dank dafür. Ich danke. Ihr Business ist Politik. Ich beschäftige mich viel mit Social Media. Meine erste Frage wäre, wie Sie Politik ist kein Business. Ja, gut, kein Business, aber ja. Sie beschäftigen sich viel mit Politik. Ich beschäftige mich richtig mit Politik. Mich würde interessieren, was Sie über soziale Medien denken. Also ich bin kein ausgesprochener Follower der sozialen Medien. Dazu fehlt mir die Zeit. Ich muss das einfach so sagen. Aber manchmal schaue ich mich da um. Da gefällt mir vieles, weil man liest, was Menschen denken. Und da missfällt mir auch vieles, weil dieser Shit, der da manchmal verbreitet wird, doch ja, ehrenrührig ist und nicht realitätskonform. Das ist richtig. Soziale Medien erreichen aber heute ja eine unglaublich große Reichweite, eben gerade bei jungen Menschen. Das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Sie geben mir heute die Chance, Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Das Gleiche gilt für zwei andere YouTuber aus Polen und Frankreich. Mich würde interessieren, warum Sie genau jetzt die Notwendigkeit daran sehen, so viele junge Menschen in Form von diesem Interview zu erreichen. Also, ich muss ehrlich bekennen, ich habe die Notwendigkeit immer eingesehen. Und das, was wir jetzt haben, ist Ihre Idee, nicht meine. Aber ich mag die Idee sehr. Ich möchte gerne mit Ihnen und mit anderen jungen Menschen, nicht nur mit jungen Menschen, aber auch mit jungen Menschen in Direktkontakt treten. Und dies ist eine einmalige Gelegenheit, genau dies zu tun. Ich glaube auch, dass es gar nicht schlecht ist. Und heute werden ja auch viele von euch da draußen erreicht. Und ich hoffe, viele Fragen werden beantwortet von euch. Das ist wunderbar. Und das bringt mich auch schon zur nächsten Frage. Die Europäische Union, die EU. Es ist für mich, ehrlich gesagt, ein ziemlich schwerer Begriff. Natürlich habe ich viel faktisches Wissen in der Schule angesammelt. Ja, ja. Ich habe beispielsweise im Politikunterricht damals die 28 Mitgliedstaaten auswendig lernen müssen. Ich habe gelesen, dass sie dauernd eingeschlafen wären. Ja, richtig. Das ist auch nicht falsch. Ja, ja. Ich weiß bis heute nicht, also warum ich das sie genau... Aber jetzt in Form und Fach... Ja, relativ doch, eigentlich schon. Aber trotzdem bin ich, glaube ich, ein Spiegel vieler anderer Jugendliche in meinem Alter, die sich auch ein bisschen fragen, was genau tut die EU eigentlich? Deswegen frage ich Sie jetzt, ob Sie mir drei Gründe nennen können, wofür wir als junge Menschen die EU gebrauchen können. Also der erste Grund klingt wenig einleuchtend für Jüngere. Es geht um Frieden in Europa. Mhm. Mein Vater, der im August verstorben ist, der wurde gezwungen, Soldat im Zweiten Weltkrieg zu werden. Hat also das Nicht-Europa an Körper und Seele erlebt.
schon meine Generation ist aufgewachsen in Friedenszeiten, Ihre Generation noch deutlicher mehr. Aber meine Generation, obwohl nicht mit Kriegserfahrung behaftet, weiß, dass dies kein Normalzustand ist. Und das ist kein Normalzustand. Es gibt heute 40 Kriege weltweit, davon keiner in Europa, wenn ich mal Abstraktion mache von dem, was wir in der Ukraine erleben. Es geht also zuerst einmal um Frieden. Dann geht es um Zukunft. Weil dieses Kriegs-Friedens-Dilemma spricht junge Menschen, wie ich aus vielen Gesprächen weiß, nicht wirklich an. Zu Unrecht, wie ich finde. Es geht um die Zukunft. Man muss wissen, dass es am Anfang des 20. Jahrhunderts, das war gestern Abend, 20% Europäer auf der Welt gab. Und man muss wissen, dass es jetzt noch 7% Europäer auf der Welt gibt. Und man muss wissen, dass es am Ende des Jahrhunderts noch 4% Europäer gibt. 4% Europäer von 10 Milliarden Menschen. Wir werden also, wir ohnehin schon den kleinsten Kontinent bewohnen, immer weniger. Und unser relatives Gewicht in der globalen Wertschöpfung, also in der Weltwirtschaft, nimmt kontinuierlich und relativ dramatisch ab. Und sich dann vorzustellen, dass die Antwort darauf sein könnte, dass die europäischen Nationalstaaten alleine gegen den Rest der Welt antreten, ist aber witzig. Wir müssen zusammen, indem wir unsere Kräfte bündeln, in der Welt antreten. Nicht, weil wir gegen Chinesen, Amerikaner oder Inder wären, sondern weil es darum geht, auch nach außen hin nicht nur wirtschaftlichen Einfluss zu behalten, sondern auch europäische Werte zu vermitteln. Und das betrifft junge Menschen in hohem Maße, weil die wachsen ja in diese Welt hinein. Also ich werde schon längst unter der Erde liegen, wenn es weniger Europäer, noch weniger Europäer gibt. Aber mich treibt das um, dass der Einfluss Europas mit all dem, was er bedeutet, global erhalten bleibt. Und dann kommt, hatten Sie nach drei Gründen gefragt. Richtig, das dann, genau. Dann kommt hinzu, dass ich denke, es gibt nicht sehr viele, die diese Denke mitbegleiten, dass Europa nicht nur eine Aufgabe auf unserem Kontinent hat, Frieden und Wirtschaft und Arbeit und Jobs, sondern dass wir auch eine Aufgabe in der Welt haben. Ich finde mich nicht mit dem Gedanken ab. Und solange das so bleibt, ist Europa auch nicht am Ende seiner Mühen angekommen. Ich finde mich überhaupt nicht damit ab, dass jeden Tag 25.000 Kinder sterben, weil sie nicht genug zu essen haben. Da haben wir eine Aufgabe in der Welt. Und wenn wir den nicht wahrnehmen, dann wird uns die Rache derer, die nicht genug zu essen hatten, eines Tages erreichen. Verstehe. Eine Frage, die im Netz auch sehr oft gestellt wurde, ist, in vielen EU-Mitgliedstaaten gibt es dieselbe Währung. Aber bei der Entscheidung darüber, ob homosexuelle Paare sich verheiraten dürfen oder Kinder adoptieren dürfen, hat sich die EU zurückgehalten und hat gesagt, es wird den einzelnen Ländern überlassen, diese Entscheidung. Und mich interessiert, warum es bestimmte Themenfelder gibt, bei der die EU sich einmischt und andere, wo gesagt wird, nee, das ist eben dann länderintern. Das sehen die europäischen Verträge so vor. Familienrecht, darum handelt es sich, ist Sache der Nationalstaaten. Aber ich bin sehr dafür, dass wir in der Frage einen verantwortlichen und relaxen Umgang an den Tag legen. Als ich noch Premierminister in Luxemburg war, habe ich einen Gesetzesentwurf im Parlament eingebracht, der die Homo-Ehe legalisiert, sagt man. Ja, weil ich der Auffassung bin, das muss jetzt sein. Man kann keine sexuelle Diskriminierung aufgrund der Sexualorientierung der Menschen machen. Homosexuelle Lesben lieben sich. Und das ist doch das Schönste, was es auf der Welt gibt. Wieso, dass Staaten verbieten, dass die, die sich lieben, zusammenfinden, zusammenkommen, ist mir stets schleierhaft geblieben. Ich bin sehr dafür, dass man alle Menschen respektiert. Übrigens, man sollte sich nicht anmaßen, Politik gestalten zu wollen, wenn man die Menschen nicht mag, ja, wenn man sie nicht liebt. Man muss die Menschen mögen und viele davon lieben. Ich finde, das ist eine großartige Einstellung. Sehr gut. Meine nächste Frage beschäftigt sich eher mit einem traurigen Thema, und zwar Terrorismus, Terror. Sie haben es gestern in Ihrer Rede auch schon angesprochen. Es betrifft leider jetzt auch Europa. Gerade in Frankreich hat man zuletzt sehr schockierende Bilder gesehen. Und das ließ auch viele junge Menschen im Netz nicht ganz unberührt. Und die fragen sich jetzt sicherlich auch nicht zu Unrecht, ob man als Bürger der EU zukünftig Angst davor haben muss, dass man von einem Terroranschlag betroffen ist und was die EU genau an Sicherheitsmaßnahmen dagegen tut. Also es hat seit 2004 30 Terroranschläge in Europa gegeben. Genau. Davon ja allein im letzten Jahr 14, die schlimmsten
in Frankreich und hier in Brüssel. 200.000 Menschen, unschuldige Menschen, gibt es schuldige Menschen im Übrigen, haben ihr Leben verloren. Und deshalb müssen die europäischen Staaten, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, enger zusammenrücken. Wir müssen Informationen, die es in einem Land A gibt, auch dem Land B weiterreichen. Wir müssen den Schutz unserer Außengrenzen verstärken. Da sind wir dabei. Das wird Ende des Jahres operativ in Kraft treten. Alle Gesetzesverfahren sind kurz vor dem Abschluss. Wir müssen wissen, wer nach Europa kommt und wer Europa verlässt und wieso er kommt und wieso er Europa verlässt. Wir müssen mehr wissen. Ich meine damit nicht, weil dagegen bin ich relativ allergisch, diesen Staat, der sich von tausend Füßler durch das Privatleben der Menschen bewegt. Das ist nicht mein Ding. Ich bin relativ skeptisch, was staatliche Einflussnahme auf die Gestaltung der individuellen Intimität anbelangt. Zu Europa gehört auch, dass man, wie das im Neudeutschen heißt, Privacy respektiert und achtet. Aber wir müssen wissen, wer sich in Europa aus welchen Gründen wohin bewegt. Das ist keine staatliche Schnüfflerei. Mhm. Der Schutz der Bürger. Ihre Frage war ja, müssen die Europäer Angst haben vor Terror? Wenn wir dafür sorgen möchten, dass sie weniger Angst haben, dann müssen wir das tun. Ich verstehe. Die nächste Frage, ein komplett anderes Thema, Flüchtlingspolitik. Gerade in Deutschland, aber auch in der EU, ein relativ umstrittenes Thema. Sie haben darüber auch gestern in Ihrer Rede gesprochen, haben gesagt, dass die Menschen mehr Solidarität an den Tag legen sollten. Und diese Solidarität sollte von Herzen kommen. Und gerade viele Leute in den Kommentaren sind sehr positiv der Sache eingestellt, was ich im Übrigen sehr gut finde, und wollen aktiv helfen. Und sie fragen sich, wie kann man als Individuum Flüchtlingen helfen? Also ich kenne viele Menschen, nicht nur Hunderte, Tausende, ja, in Deutschland, in Luxemburg, sonst wo, die diese Flüchtlingsfrage zu ihrem sehr persönlichen Thema gemacht haben. Im Übrigen auch sehr viele junge Menschen, 15, 16, 17, 22-Jährige, die Flüchtlinge bei sich zu Hause aufgenommen haben. Ich bewundere das sehr. Das ist nicht normal. Es ist vielleicht normal, aber es ist nicht selbstverständlich. Hinzu kommt, dass ich mir wünsche, dass vor allem junge Menschen sich sehr engagiert in dieser Frage zu Wort melden. Man muss wissen, wenige wissen das, dass Europa selbst ein Auswanderungskontinent war. Es gibt mehr McDonald's in Amerika, in den USA, als in Irland oder in England. Wir haben also uns über die Welt verteilt und waren froh, dass wir als Europäer aufgenommen wurden und dass wir die Gesellschaften dort, in die wir dann hinein, ich sage nicht stießen, aber hineinwuchsen, mitgestaltet haben. Und ich bin total unfähig, zu vergessen, wieso Menschen auf der Flucht sind. Man tut so auch in den sozialen Netzwerken und auch in manchem Parteienpalaver, als ob alle Flüchtlinge jetzt Terroristen wären. Dass es Terroristen unter den Flüchtlingen gibt, ist kaum zu vermeiden. Deshalb müssen wir ja wissen, wer nach Europa kommt und, ja, und so weiter und so fort. Aber von jungen Menschen erwarte ich mir Herzenswärme, wenn es um das Flüchtlingsthema geht. Und viele haben das ja auch. Und ich erwarte mir von jungen Menschen einen radikalen Kampf gegen die radikalen Extremisten von rechts. Das hat Europa nie weitergebracht, sondern immer wieder zurückgeworfen. Man muss den Extremismus nicht militärisch bekämpfen, aber, und auch nicht nur rhetorisch. Aber man muss, wenn man Populisten begegnet, wenn man Extremrechten begegnet, denen nicht nachplappern und nachlaufen, sondern in den Weg stellen und sagen, was meinst du genau damit? Und wenn du in der Lage wärst, dass deine Kinder nichts zu essen haben, dass deine Kinder Tag für Tag bombardiert werden, was würdest du machen? Würdest du da sitzen bleiben, die Hände in den Schoß legen und warten, bis dir eine Granate auf den Kopf fällt, oder würdest du nicht auch versuchen, wegen deiner Kinder, natürlich, ja, den Weg nach sonst wohin zu gehen. Und dass so viele Menschen nach Europa kommen, was ja Probleme schafft, das darf man ja nicht sehen, hat ja auch damit zu tun, dass für den Rest der Welt Europa der Ort in der Welt ist, wo es sich am besten leben lässt.
Also müssen wir versuchen, und da haben junge Menschen eine größere Aufgabe eigentlich als so ältere Menschen wie ich, sich sehr offensiv für dieses Menschenrecht einzusetzen, dass man Schutz in Europa findet. Nicht jeder hat Recht auf Schutz in Europa. Aber die, die verfolgt werden, die, deren Frauen vergewaltigt werden, die, deren Kinder zu Tode gefoltert werden, die haben einen Platz in Europa. Sehr gut. Herr Juncker, wir alle werden älter, das ist kein Geheimnis. Ach, Sie auch. Ich werde tatsächlich auch älter, man sieht es mir nicht an, aber ich werde auch älter. Es wird kommen, es wird Sie ereilen. Das wir werden sehen. Nun ist die Frage, wie stellen Sie sich die EU in 50 Jahren vor? Was ist Ihre Vision? Meinetwegen auch eine utopische Version, aber was stellen Sie sich vor, wie die EU in 50 Jahren aussieht? Also ich weiß am besten, wie sie nicht aussehen darf. Mhm. Ich glaube nicht an dieses Konzept, das kommt aus den Kriegsjahren, aus den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Das möchte, dass die Europäische Union zu den Vereinigten Staaten von Europa wird. Das ist überhaupt nicht meine Vorstellung. Wir werden nie so sein wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Europa lebt von seiner Vielfalt, von der Nähe der Menschen zu ihrer Landschaft, von nationalen, siehe regionalen Kulturen und Befindlichkeiten. Und wer das nicht sieht, wer Europa zu einem Schmelztiegel machen möchte, zu einem Integrationsmagma, wie ich der Tage im Parlament gesagt habe, der schippert an den Befindlichkeiten der Menschen vorbei. Also sollte man Abschied nehmen von einem derartigen maximalen Integrationskonzept. Das wird nie passieren, weil die Menschen das ganz einfach nicht wollen. Die Saarländer, die Bayern, die Luxemburger, die Wallonen und Flamen und die Bretonen möchten erstmal das bleiben, was sie sind. Aber möchten sich einbringen in eine größere, breitere, gestrafftere Solidaritätssphäre, in der Menschen miteinander können. Wir müssen miteinander können wollen. Und dann denke ich mir, dass in vielerlei Hinsicht ein besseres Europa notwendig ist. Was wir tun, muss konkreter werden, nachvollziehbarer werden, verständlicher werden. Niemand versteht ja eigentlich, was in Europa, in Brüssel und in Straßburg so geboten wird. Da sind die Menschen sehr weit entfernt von. Müssen also Europa besser erklären, aber wir brauchen mehr Europa und ein besseres Europa in Sachen gemeinsame Verteidigung. Es macht ja keinen Sinn, dass ein Land die gesamte Verteidigungsaufgabe Europas übernehmen muss. Man muss sehen, der amerikanische Wahlkampf gibt auch Hinweise darauf, dass die Amerikaner nicht mehr bereit sind, an jeder Ecke und Ende Europas militärisch zu intervenieren, wenn Probleme entstehen. Das müssen wir schon selbst tun. Ich bin aber nicht jemand, der jetzt der Militarisierung der Europäischen Union das Wort reden will. Aber ich bin jemand, der denkt, dass es zu unserer Verantwortung gehört, für Ordnung und Frieden auf unserem eigenen Kontinent zu setzen. Dann brauchen wir ein besseres Europa in Sachen digitales Europa. Da sind wir dabei, dies langsam in die Wege zu leiten. Aber das ist ein langwieriger Prozess, der dauert bis 2025. Wir brauchen Wi-Fi überall. Wir brauchen Connectivity. Ich rede Deutsch. Überall in Europa. Niemand darf ausgesperrt werden von den neuen Orten und Wegen der Begegnung. Da müssen wir massiver als bislang, sowohl die Nationalstaaten als auch die Europäische Union, im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit, die erschreckend hoch ist, an Leistungen zulegen. Wenn der europäische Kontinent der Kontinent der Jugendarbeitslosigkeit wird und wenn das einzige Versprechen, das für Ihre Generation und den noch Jüngeren, es gibt ja auch noch Jüngere als Sie. Natürlich. Für Sie erstaunlich, aber es ist einfach so. Ja. Wenn das einzige Versprechen, das wir denen geben können, das ist, dass es ihnen weniger gut gehen wird als ihren Eltern, dann verlieren wir den europäischen Impetus. Meine letzte und abschließende Frage, Herr Juncker. Sie sind der EU-Kommissionspräsident, ein sehr erfahrener Mann, aber mit Sicherheit haben Sie auch schon den einen oder anderen Fehler gemacht, wie wir alle anderen Menschen auch, oder zumindest Ihre Generation. Und wenn es jetzt drei Dinge gibt, die Sie uns jungen Menschen mit auf den Weg geben könnten, Dinge, die wir anders oder besser machen sollten als Ihre Generation, was wären das dann für Dinge? Also ich bin nicht unbedingt stellvertretend für meine Generation oder für Ihre Vorgängergeneration. Mhm. Davon gibt es ja mehrere
die noch im aktiven Leben stehen. Aber ich glaube, ein Fehler, den viele gemacht haben, ich komme da auf einen Punkt zurück, den ich eben erwähnt habe, ist, dass wir andere nicht mögen. Das ist wahr im eigenen Land, das ist auch wahr transkontinental. Und ich hänge dieser Idee an, das mag naiv klingen, ist das wahrscheinlich auch. Ja, dass alle Menschen gleichwertig sind, die gleichen Rechte haben und die gleichen Zukunftschancen haben sollten. Man darf niemandem von der Zukunft abschneiden. Das ist richtig. Und dann denke ich mir, dass wir uns mehr interessieren müssen für die Menschen auf anderen Kontinenten. Afrika ist ein Kontinent, der im Aufstreben ist und wird immer noch von uns behandelt, als ob dies ein Kontinent wäre, dem man mit Charity begegnen sollte. Wir müssen in Afrika investieren. Ja. Die Kommission hat dieser Tage Vorschläge gemacht. Es reicht ja nicht, obwohl wertvoll, dass man Tränen in den Augen hat, wenn es um Flüchtlinge oder um Armut in der Welt geht oder um Hunger in der Welt geht. Man muss etwas tun. Und deshalb müssen auch die europäischen Regierungen und die europäischen Wirtschaftsverbände, Betriebe, Firmen in Afrika investieren. Das halte ich für zukunftsbestimmend. Das ist sehr wichtig. Vielen Dank, Herr Juncker, dafür, dass Sie mir die Fragen beantwortet haben. Ich bin mir sicher, dass ein großer Teil eurer Fragen beantwortet wurde. Also vielen Dank dafür. Ja. Wunderbar, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, hab ich gerne gemacht. Herzlichen Dank. Ich muss jetzt aus dem Bild verschwinden. Ja. Come back with me here again. Kommen Sie wieder zu mir. Nun, stellen Sie sich am besten hier hin. Das war also wirklich eine hervorragende Diskussion. So stehen wir jetzt schön. So sieht das Ganze wunderbar aus. Das war eine hervorragende Diskussion. Viele Themen sind abgedeckt worden. Die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft. Und mit unserem Partner Debating Europe haben wir uns an unser Online-Publikum gewandt und haben über Hashtag Ask Juncker um Fragen gebeten. Und in der Rede zur Lage der Union haben Sie über Brexit gesprochen. Und da gab es auch eine Frage, und zwar von Duncan. Er sagt, Brexit war ein Symptom, nicht die Ursache. Wenn man nicht bei den Ursachen ansetzt, werden die Dinge sich verschlechtern. Wie sieht Ihre Diagnose aus? Was war die Ursache des Brexits? Eine einfache Frage. Aber hier gibt es leider 1000 Antworten, die man geben könnte. Brexit bedeutet, dass etwas nicht stimmt im Vereinigten Königreich und in Europa. Seit über 40 Jahren erklären wir immer wieder der Öffentlichkeit, dass die Europäische Union dumm ist, dass es sich nicht lohnt. Man sollte am besten gehen. Die Europäische Union, ja, da lohnt sich die Mitgliedschaft nicht. Das bringt der Bevölkerung nichts. Also wenn man so etwas macht, darf man sich dann nicht wundern, dass wenn man die Frage stellt, rein oder raus, dass es dann sehr viele Bürger, britische Bürger in diesem Fall gibt, die die Auffassung vertreten, eigentlich wäre es besser, Europa zu verlassen. Zu Europa gibt es so viele Lügen. Es gibt so viele Halbwahrheiten, die man immer wieder hört. Und deswegen ist das keineswegs überraschend. Ich möchte allerdings das britische Votum nicht nur so erklären. Ich denke, dass es hier durchaus auch eine europäische Botschaft gab. Dankeschön. Und damit kommen wir zur nächsten YouTube-Creatorin, die wunderbare Laetitia aus Frankreich. Und sie spricht in ihrem Kanal gerne über Ökologie, über Recycling. Und Toi Même Tout Fin ist eine YouTube-Initiative, zu der sie gehört. Und zwar ging es da um die Bekämpfung von Hassreden. Hier finden wir Laetitia in einer Wiedergabe ihrer kleinen Wohnung wieder. So, wir sitzen jetzt in der Küche. Ein künstliches Wohnzimmer, künstlich geschaffenes Wohnzimmer.
Ja, aber das sieht doch schon sehr aus wie bei mir und das finde ich auch sehr gut. Herzlichen Dank dafür, dass ich kommen konnte. Es ist für mich wirklich eine große Ehre. Ich bin begeistert, denn Sie sind ja Vertreter der obersten Instanz Europas. Und es ist für mich sehr gut, dass ich die Fragen meiner Community stellen kann und die deutschen Europäer und die deutschen Franzosen vertreten darf. Herzlichen Dank. Eine erste Frage. Vielen jungen Europäern ist die Ökologie sehr wichtig. Und was für Auswirkungen Chemikalien für uns haben. Und ich werde ja auch eines Tages Mutter sein und frage mich dann, in welcher Umwelt mein Kind aufwachsen wird. Und da denke ich an die endokrinen Disruptoren. Und da frage ich mich, inwieweit es da nicht Probleme gibt, die bisher jetzt allerdings immer wieder von der Kommission nicht wirklich angesprochen wurden. Das ist immer wieder verschoben worden. Roundup ist ja doch Ursprung von Krebserkrankungen, wenn es dazu Expositionen gab. Allerdings ist dieses Produkt nicht verboten worden. Und viele haben deswegen den Eindruck, dass die Kommission hier immer wieder uns mögliche Verbote vorspiegelt, die dann allerdings nie kommen. Und die Multis haben in der Zeit die Gelegenheit, viel Geld zu verdienen und Chemikalien zu verkaufen, die schlecht für uns sind. Da muss man doch eigentlich beunruhigt sein. Können Sie mich da beruhigen? Wir arbeiten viel an diesen Themen. Es gibt in der wissenschaftlichen Welt auch unterschiedliche Einschätzungen, was die Produkte angeht, die Sie erwähnt haben. Ich gehöre eher zu denen, ich will jetzt nicht sagen zu denen, die Angst haben, aber doch zu denen, die sich Fragen stellen. Und manchmal frage ich mich auch, ob wissenschaftliche Gutachten, die veröffentlicht werden und ja, die der ganzen Welt vorgelegt werden, ob die nicht doch beeinflusst worden sind von großen Herstellern, von großen Konzernen. Das ist ein Thema, an dem auch die Kommission arbeitet und wir nehmen das Thema keineswegs auf die leichte Schulter. Also es macht uns durchaus etwas aus. Dankeschön. Meine zweite Frage. Ihr Vorgänger, Herr Barroso, ist jetzt in diesem Sommer zu Goldman Sachs übergewechselt. Und da war ich doch sehr erstaunt. Ich habe mich nämlich als Bürgerin gefragt, ob er da nicht als Präsident womöglich schon sehr wohlmeinend war gegenüber seinem zukünftigen Arbeitgeber oder ob er da vielleicht das Staatsgeheimnis jetzt mitbringt in seine neue Tätigkeit. Das waren meine Befürchtungen. Aber das ist natürlich noch nicht das Wichtigste. Sie haben bei der Benennung im Le Soir gesagt, dass es kein Problem ist, wenn er in einer Bank arbeitet, weil er sich an die 18 Monate Regelung der EU gehalten hat. Aber er arbeitet eben gerade für diese Bank und Sie sagten, das sei schon ein Problem für Sie. Und dadurch war ich etwas verblüfft und habe mich gefragt, warum? Warum gibt es Probleme genau mit dieser Bank? Das verstehe ich nicht ganz. Je crois que José Manuel Barroso ist zunächst ein aufrichtiger Mensch, ein aufrichtiger Mann. Und er hat beschlossen, dem Goldman Sachs-Konzern beizutreten, nach Ablauf einer Frist von 18 Monaten, die die Kommission so vorsieht, und Verhaltenskodizes, die so streng sind, gibt es anderswo im Übrigen nicht, in den Mitgliedstaaten nicht, auch nicht in dem Land, das Sie am besten kennen, also in Frankreich. Er hat sich also an die Regeln gehalten und das bedeutet, dass ich jetzt kein großes Problem darin erkennen kann, dass er dem Finanzsektor nun sich angeschlossen hat. Ich wollte eigentlich nur wissen, warum es Probleme bei dieser Bank gibt. Sie wollten, dass ich jetzt auf Goldman Sachs schieße. Wenn ein Mensch ein großes Unternehmen verlässt, um dann Minister zu werden, stellt niemand sich Fragen. Als würde dann derjenige, der im Dienste eines großen Unternehmens stand und auch ein beachtliches Gehalt dafür bekommen hat, als würde der nicht das ganze Wissen mit einbringen, dann, wenn er, sagen wir, Minister wird und alles, was er an Erfahrung gesammelt hat im Privatsektor, nicht auch ins neue Amt einbringen. Da stellt man sich die Frage nicht.
Wenn jemand aus dem öffentlichen Bereich dann in die Privatwirtschaft geht, ist das etwas, das in den USA beispielsweise sehr häufig geschieht. Und da stellt man sich hier aber bei uns nun plötzlich sehr viele Fragen. Ich sagte es schon mal, ich habe kein Problem damit, dass er jetzt in einer Privatbank eine Arbeit angetreten hat. Nur Goldman Sachs war eben ein Unternehmen, das beigetragen hat, wissentlich oder unwissentlich zum Auftreten einer gewaltigen Finanzkrise in den Jahren 2007, 8, 9. Und deswegen habe ich mir gewisse Fragen gestellt in Bezug auf den Hafen, in den er eingefahren ist. Ah ja, danke schön. Nächste Frage. In den letzten Monaten hatte man sehr viele, vor allem in Frankreich, von Antoine Delcourt gehört. Und Luxemburg hat da multinationalen Unternehmen wie McDonald's und Pepsi ermöglicht, eben nur sehr wenig Steuern zu zahlen. Und ich habe das Interview ja vorbereitet und mein Mann hat ein kleines Unternehmen und zahlt 33% Steuern. Das ist ein Riesenunterschied. Sie haben jetzt gesagt, dass Ihre Kommission etwas gegen diese soziale Ungerechtigkeit tun würde, dass es eine Priorität wird. Da war ich sehr erleichtert. Und dann habe ich mir eine vielleicht naive Frage gestellt. Sind Sie die geeignete Person, um diese soziale Ungerechtigkeit zu beseitigen? Ich meine es jetzt nicht persönlich. Sie können mich auch angreifen, wenn Sie möchten. Nein, keineswegs. Aber Sie waren ja doch 18 Jahre Finanzminister der größten Steueroase in Europa. Und die Bekämpfung der Steuervermeidung, ist das jetzt nicht, wenn letztendlich man Polizeichef und Bankräuber miteinander verwechselt oder durcheinander wirft? Ja, man sagt ja oft, dass gerade die Bankräuber und die Wilderer der Polizei ganz gute Dienste dann auch leisten können. Aber gut, Sie haben jetzt mein Land angesprochen, ein Land, in dem ich ja nun keine politische Verantwortung mehr trage. Was Sie darlegen, war doch etwas oberflächlich und zeigt auch wieder, mit welcher Geringschätzung die Franzosen manchmal auch auf andere Länder blicken. Jedes Land ist eigentlich doch eine Steueroase im Vergleich zum Nachbarland. Und sind Sie denn sicher, dass die Tax Rulings, wie man sie nennt, also diese Abmachungen zwischen Steuerverwaltung und Unternehmen, nicht auch was sind, das in Frankreich üblich war? Ich weiß gar nichts und deswegen bin ich ja hierher gekommen. Ich habe die Frage gestellt und Sie werden sich kundig machen. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, was Sie entdecken werden, wird Ihnen nicht gefallen. Aber davon mal ganz unabhängig. Ich war immer überzeugt und bleibe es weiter, dass wir in Europa ein Mindestmaß an Normalität in Steuersachen brauchen. Das heißt, die Unternehmen müssen ihre Steuern da zahlen, wo die Gewinne anfallen. Das ist es, was der Kommission am Herzen liegt, der Kommission, die ich leite. Und wir nehmen das sehr ernst. Und Sie haben das ja auch gesehen in Bezug auf die Apple-Entscheidung in Irland und es wird noch andere Entscheidungen dieser Art geben. Es wird auch in den nächsten Wochen in diesem Bereich sich noch einiges tun. Ich selbst habe nie Entscheidungen getroffen, was die Besteuerung eines einzelnen Unternehmens in Luxemburg anging, denn das ist Angelegenheit der Steuerbehörden. Natürlich habe ich als Premierminister oder auch Finanzminister auch Vertreter großer Unternehmen getroffen. Das tun alle Premierminister und Finanzminister etc. Aber ich habe niemals Einfluss genommen auf die Art und Weise, wie im Einzelnen dann die Besteuerung eines Unternehmens zu erfolgen hatte. Und ich würde mir wünschen, dass all die, die in ihrem Land Premierminister oder Finanzminister waren, das Gleiche sagen können. Herzlichen Dank für diese Erklärungen. Jetzt ist das für mich doch etwas deutlicher und ich werde genau das machen, was Sie mir empfohlen haben und schaue mir das mal ganz genau an. Nächste Frage. Meine Community hat diese sehr häufig gestellt. Sie wissen ja sicherlich, dass ich einen YouTube-Kanal habe, in dem ich sehr viel über die Ökologie spreche. Und bei der Frage geht es um die Einflussnahme der Lobbys in Europa auf die Politik.
Es geht hier natürlich um Bio-Themen, aber mein Publikum, meine Zuhörer haben eben insgesamt über die Lobbygruppen gesprochen. Denn teilweise kann man ja doch behaupten, dass hier Abgeordnete gewählt werden, die dann eigentlich gar nicht wirklich Gesetze umsetzen können. Und dagegen stehen eben die Lobbyisten, wie zum Beispiel Philip Morris, der 160.000 Personen Vollzeit beschäftigt und sehr viel Geld ausgibt für alle möglichen Veranstaltungen. Und das Ganze scheint ja auch wunderbar zu funktionieren. Und da habe ich mir mal die Pharmaindustrie näher angeschaut und habe festgestellt, dass es unterschiedliche Lobbygruppen gibt. Und zwischen 2014, 2005 und 2015 hat Ihre Kommission bis zweimal pro Woche Lobbyisten getroffen. Und das sind dann Arbeitsbeziehungen praktisch, die über Millionen Gelder finanziert werden. Ich gehöre in Frankreich zu einer humanitären Vereinigung und einer Vereinigung, die sich um Bio-Themen kümmert. Wie können Bürger denn dagegen antreten? Wir haben doch nicht dieselben Mittel und nicht dieselben Möglichkeiten wie diese großen Unternehmen. Und ich kann mir nur kaum vorstellen, dass die EU hier allgemeiner Garante für die Bevölkerung und für die Bürger ist. Eigentlich doch eher für die Unternehmen, denn sie arbeiten Hand in Hand. Glauben Sie wirklich, dass die EU für die Menschen einsteht oder doch eher für die Unternehmen? Ja, das kann man nicht immer so als Gegensatz sehen. Der Bürger, der Verbraucher und die großen Pharmaunternehmen oder sonst jemand. Aber natürlich ist in dem, was Sie sagen, auch vieles richtig. Zunächst einmal sind es die Abgeordneten, die europäischen Abgeordneten, die Gesetze zur Annahme bringen. Dann habe ich schon zu Beginn meines Amtes, als ich die Präsidentschaft der jetzigen Kommission übernommen habe, gesagt, dass ein Transparenzregister erstellt werden muss. Alle Lobbyisten, Sie haben jetzt gesagt, zwischen 2014 und 2016 haben wir zweimal pro Woche Lobbyisten etc. im Fall. Ja, wie wissen Sie das überhaupt? Weil wir es veröffentlichen, weil wir unsere Kontakte offenlegen. Ich habe dafür gesorgt, dass Präsident der Kommission, Vizepräsidenten, Generaldirektoren und so weiter alle angeben, der Öffentlichkeit gegenüber angeben, welche Lobbyisten sie empfangen haben. In ihrem Büro oder auch wo in einem kleinen Lokal. Es muss so sein, dass man weiß, wer versucht Einfluss zu nehmen auf welche Entscheidung. Ich bin grundsätzlich nicht dagegen, dass Lobbyismus betrieben wird. Wenn über Lobbyismus man teilnimmt an einer Entscheidungsfindung, um die Interessen der großen Unternehmen zu vertreten oder auch großer Organisationen. Zu vertreten. Wir empfangen ja auch Vertreter von Umweltorganisationen. Und ja, wenn diese keinen großen Haushalt haben, können sie dennoch sich trotzdem einbringen. Wir unterstützen verschiedenste Organisationen, auch Verbraucherorganisationen und so weiter. Und die Europäer müssen eben wissen, wer wen wann zu welchem Thema getroffen hat. Das heißt, ich als Bürgerin, als junge Frau stelle mir das so vor. Wir haben Lobbyisten, die haben Tausende von Euro und können damit ihre Lobbyarbeit machen. Und dann sagt man ihnen, gut, wenn sie möchten, können sie sich dann auch noch in ein Register eintragen und angeben, dass sie Lobbyist sind. Nein, nein. Wenn ich, sagen wir, einen großen Banker empfange, dann gebe ich das bekannt. Und diejenigen, die verfolgen, was ich tue, können dann überprüfen, ob der Standpunkt dieser großen Bank oder dieses großen Unternehmens dazu geführt hat, dass die Entscheidung der Kommission und dann in der Folge des Rates oder des Parlaments dadurch beeinflusst worden sind. Ich bin für Transparenz. Und ich bin im Übrigen überhaupt nicht der Favorit dieser Milieus, das sage ich jetzt mal so, um Sie zu beruhigen. Da beruhigen Sie mich jetzt aber wirklich. Jetzt habe ich Ihnen alle Fragen gestellt, die ich hatte. Und Sie haben ja nicht viel Zeit. Deswegen möchte ich mich jetzt bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie auf alle Fragen geantwortet haben. Ich hätte gerne noch weitergemacht.
Das hätte mir Spaß gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wer beschlossen hat, dass wir jetzt schon unterbrechen müssen. Also ich war das gewiss nicht, es waren die anderen. Nun, ich möchte ja auch, dass mein Kollege hier noch zum Zug kommt. Der ist ja genauso aufgeregt und erfreut wie ich. Herzlichen Dank, Herr Juncker, und ich hoffe, bis bald. Ist das das erste Mal, dass Sie von YouTubern interviewt wurden? Ja, das erste, aber wohl sicherlich nicht das letzte Mal. Now, that was a very interesting and frank. Ja, es war eine sehr interessante, sehr offene Diskussion mit Letizia. Mit Euronews und Debating Europe würde ich nun gerne auch wiederum eine Frage loswerden, die wir bekommen haben. In Ihrer Rede zur Lage der Union sagen Sie, dass Sie sich große Sorgen darüber machen, dass die nächste Generation ärmer wird als die der Eltern. Und meine Frage hat damit jetzt zu tun. Es geht nicht unbedingt um Armut, sondern auch um Lebensqualität in meiner Frage. Es geht hier um die Frage von Lino. Der sagt, Investitionen machen gar keinen Unterschied, wenn die Menschen wenig verdienen und in unsicheren Arbeitsverhältnissen sind. Wie werden Sie dafür sorgen, dass Wachstum in Europa auch wirklich zu Arbeitsplätzen von Qualität führt? Ja, die einfache Antwort darauf? Ich meine, die Frage ist ja sehr komplex. Es ist das eigentlich Kompetenz, also Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, nicht so sehr der EU. Aber ich war lange auch selbst Arbeitsminister und interessiere mich deswegen sehr für dieses Thema auch. Wir haben unter dem Mandat dieser Kommission eine große Konsultation gestartet zum Pfeiler der sozialen Rechte für Arbeitnehmer, Mindestrechte für Arbeitnehmer. Denn ich glaube, dass Flexibilität von Zeit zu Zeit durchaus erforderlich ist. Nur in den letzten 20 Jahren ist in unseren sozialen Beziehungen auf nationaler Ebene, aber auch auf europäischer Ebene viel schiefgelaufen. Oft ist blindlings Flexibilität in die Arbeitsbeziehungen eingeführt worden. Mein Vater hat als Stahlarbeiter gearbeitet. Wenn er seinerzeit mit Verträgen konfrontiert gewesen wäre, die man alle 6 Monate erneuern muss. Wenn er also überhaupt keine Sicherheit gehabt hätte, was die Planung seines Lebens angeht, nun, dann denke ich, dass es mir nicht möglich gewesen wäre, zu studieren. Und das bedeutet, dass mir dieses Problem der Prekarität sehr am Herzen liegt, dieses Problem der unsicheren Arbeitsverhältnisse. Die Unternehmen möchten Sicherheit. Und Arbeitnehmer müssen genauso in den Genuss von Sicherheit kommen können. Ja, das sind Themen, die sicherlich ankommen bei unserer YouTube-Gemeinschaft, die hier vertreten ist. Ich darf Ihnen jetzt Lukasz vorstellen. Er ist aus Polen und er führt Interviews in seiner kleinen Wohnung in Warschau. Er ist sehr bekannt. Ja. Hat im Übrigen auch eine TEDx-Rede gehalten. Aber das wissen Sie offenkundig alles schon. Wissen Sie, dass er Lady Gaga auch getroffen hat? Nein, aber das war ja dann seine Entscheidung. Bitte, ich darf Lukasz vorstellen. Good to see you. Good to see you. So that's my... Ich freue mich, Sie zu sehen. Ja, das ist jetzt der Blick aus unserer Studiowohnung hier, also ein neues Umfeld. Ja, tatsächlich, das Umfeld ändert sich inzwischen wieder. Let's do some promotion. Ja. Zunächst kurz ein bisschen Promotion sozusagen. Also ich darf mal eben Werbung betreiben für meinen Sender. Was wissen Sie von meiner Talkshow? Wissen Sie was davon? I know things. Ich weiß, nach was ich gefragt habe. Denn wenn ich Lobbyisten wie Sie treffe, dann möchte ich natürlich wissen, was das für ein Typ ist. Und dann habe ich jetzt inzwischen auch eine klare Vorstellung gewonnen. Please and no. Als ich veröffentlicht habe, dass ich mit Ihnen ein Interview haben werde, haben manche Menschen mit gemischten Gefühlen reagiert. Was ist denn eigentlich die Kritik, die Sie am häufigsten hören und wie reagieren Sie? Poland. Es geht jetzt aber nicht um Polen, ja? Sie beziehen sich nicht auf die polnische Situation, sondern auf die Gesamtlage. Nun, ich denke, im Gegensatz zu der Art und Weise, wie ich eigentlich normalerweise arbeite, behauptet man, ich würde nicht mit den Leuten sprechen. Ich würde im Berlement sitzen, in diesem Palast, würde nicht mit den Menschen sprechen. In Luxemburg
ist das natürlich ein kleines Land. Und da war ich ja 17 Jahre Arbeitsminister, Finanzminister, dann Premierminister, 19 Jahre lang. Und wenn ich in Luxemburg durch die Straßen gehe, da wechseln die Bürger nicht respektvoll die Straßenseite, sondern sie wenden sich an mich. Sie sagen, Herr Premierminister, hören Sie mal zu. Hier ist das jetzt nicht mehr der Fall, weil es ja auch Sicherheitsauflagen gibt. Aber im Urlaub passiert mir das wieder. Ich habe also nicht den Eindruck, dass ich neben der Realität lebe, sondern die Menschen beschreiben mir ihre Realität. Und das ist sehr gut. Und man kritisiert mich, als ob ich blind wäre, was nicht stimmt. Ja, wenn Sie zugeben könnten, auch einen Fehler mal gemacht zu haben, was wäre der Fehler? Offen. So etwas passiert natürlich oft. In meinem Fall natürlich nicht sehr oft. Aber wenn man mich irreführt, kann das passieren, wenn man Entscheidungen fällt und hinterher stellt sich heraus, dass die dumm waren, dass die nicht reflektiert genug waren, dass man das nicht sorgfältig genug geprüft hat, dann sage ich das auch. In der Politik gibt es für mich einen Grundsatz. Wenn ich meine Meinung ändere, dann sage ich, meine Meinung hat sich geändert. Nicht warum. Ändern Sie Ihre Meinung nie? Doch, doch. So let's talk about Europe. Dann reden wir jetzt über die Europäische Union. Wie können die Europäer Einfluss nehmen auf das, was in der Union geschieht? Ich denke, die jungen Europäer müssen sich melden, müssen lautstarker werden, müssen kritisch sein. Ich glaube nicht, dass wir Fortschritte machen können, wenn alle immer sagen, ja, ja, du hast recht. Man muss sagen, wenn etwas nicht gut läuft. Und wenn Dinge getan werden müssen, gut. Ich war nie für einen Trick, nachdem man einfach immer nur Ja sagt, wenn die jungen Leute etwas fordern. Diejenigen, die immer sagen, ja, ja, alles toll, alles wunderbar, die respektieren die Gegenseite, die respektieren die jungen Leute nicht. Wenn man mit jemandem diskutiert und man respektiert ihn und jemand eben Dinge sagt, mit denen man nicht einverstanden ist, dann muss man ehrlich antworten. Und ich bin da oft sehr spontan, das kommt manchmal abrupt rüber, aber da steckt dann doch manchmal Wahrheit drin, das stelle ich dann hinterher fest und so versuche ich zu arbeiten. Aber natürlich kann man nicht von morgens um 8 bis abends um 10 immer nachfragen, ob das alles so stimmt, was man macht. Man muss ja Entscheidungen fällen. Und was kann Brüssel tun, um die Gesundheitsversorgung zusätzlicher zu machen? I know that young people don't. Die Verträge. Ich weiß, dass jungen Leuten Verträge nie besonders gut gefallen, aber das ist eben unsere Welt. In den Verträgen werden nationale Befugnisse im Zusammenhang mit vielen Bereichen vorgesehen, zum Beispiel Bildung. Das ist keine europäische Kompetenz und keine europäische Pflicht, denn wir haben 28 Mitgliedstaaten, noch viel mehr Regionen, viele Sprachen, viele Kulturen, viele Farben. Es geht nicht, dass man ausgehend von einer zentralen Position entscheidet, wie die Bildung in den verschiedenen Ländern zu organisieren ist oder in den Regionen. Nehmen wir als Beispiel mal Spanien. Ich möchte jetzt natürlich nicht mit einem polnischen Beispiel arbeiten. In Spanien gibt es das Baskenland, es gibt Katalonien, das Königreich Spanien. Aber das Land ist doch sehr vielgestaltig. Wie kann man sich vorstellen, dass da dann ein Kommissionspräsident kommt und sagt, so viele Stunden Deutsch bitte, so viele Stunden Philosophie und so viele Schulstunden Sport? Das geht doch gar nicht. Was die Europäische Union im Gegensatz dazu allerdings tun kann, ist grenzüberschreitend organisatorisch zu wirken. Sprich zum Beispiel den akademischen Zyklus der jungen Menschen gestalten. Das Erasmus-Programm zum Beispiel. Millionen junger Menschen
haben Erasmus nutzen können. Es gibt so viele junge Europäer, die ausgebildet wurden, die in einem europäischen Unternehmen ein Praktikum gemacht haben und dort dann einen Job bekommen haben, auch in diesem Zusammenhang. Und wir haben 3 Millionen Erasmus-Hochzeiten, die abgeschlossen wurden. Wir möchten das Erasmus- oder Erasmus-Plus-Programm jetzt auch noch ausweiten. Und zwar möchten wir das auch für Lehrlinge vorsehen, nicht nur für Universitätsstudenten. Und ich war jüngst im Europäischen Parlament und habe ein europäisches Freiwilligenkorps vorgeschlagen für junge Menschen, damit die jungen Menschen in die Welt ausstreben, damit die jungen Menschen helfen können bei der Flüchtlingskrise. 200.000 junge Menschen möchte ich gerne bis 2020 in dieses Solidaritätsprogramm einbinden. Denn junge Menschen sind großzügig, das weiß ich. Meine Generation nicht wirklich. Aber in ein paar Jahren blicke ich dann mal zurück. Und die jungen Menschen blicken nach vorne. Es muss ja die Zukunft möglichst gut vorbereitet werden. Und diejenigen, die das machen, müssen ständigen Kontakt zu den jungen Menschen halten. Und dieses Freiwilligenkorps ist eine Möglichkeit, die jungen Menschen Europas auch die Möglichkeit zu geben, Verantwortung wahrzunehmen. Ich habe Ihre Rede gestern gehört und ja, sie gefällt mir. Sie sagen, die Europäische Union steht heute nicht gut da. Warum? Weil die Bereiche, wo wir nicht einer Meinung sind, eben im Moment mehr Aufmerksamkeit bekommen als die Bereiche, in denen wir zusammenarbeiten. Und weil die Solidarität nicht ausreicht. Und das möchte ich ändern. Ich möchte die Divergenzen überbrücken zwischen Süden und Norden, zwischen Osten und Westen, damit die Europäische Union auch wieder zurückfindet zu den Grundsätzen, die letztendlich dazu geführt haben, dass man die Europäische Union gegründet hat, nämlich, dass man gemeinsam in dieselbe Richtung voranschreitet. Denn egal welches Land, egal welche Nation, ich glaube, kein Land ist stark genug, um in einer internationalen, komplizierten Welt alleine bestehen zu können. Unser Kontinent ist ja wirklich sehr klein, der kleinste überhaupt. Das wissen wir nicht. Wir glauben immer noch, wir wären die Herren der Welt. Aber die Welt braucht gar keine Herren. Die Welt braucht verantwortungsvolle Akteure, keine Herren, die diktieren und die beschließen, wie man die Dinge zu tun hat. Wir sind also der kleinste Kontinent und sollten deswegen nicht zu sehr in unsere Unterschiede investieren, sondern wir müssen hier die gemeinsamen Wege finden und nutzen, damit wir gemeinsam in das nächste Jahrhundert oder zunächst einmal in das nächste Jahrzehnt kommen. Das nächste Jahrhundert ist ja doch noch weiter weg. Dann reden wir über Europa und Privatleben. Was bringt es im Privatleben für Sie, Ihr Amt inne zu haben? Nichts. Ja, es ist nicht so, dass ich nicht über mein... Ja, nicht, dass ich nicht darüber sprechen möchte. Ich bin ja jetzt auch kein Filmstar. Ich möchte nicht unbedingt hier den nächsten Oscar verliehen bekommen. Ja, aber manchmal sehen Sie ja fast aus wie ein Filmstar. Ja, ich mag andere Menschen. Also ich winke gerne, ich gebe auch gern Küsschen. Ging es darum? Habe ich das schon gemacht? Nein? Wenn die Kamera das zeigt, dann gerne. Okay, so we have a media coverage. No, you are ready. No, but my private life is... Mein Privatleben muss natürlich völlig getrennt werden.
aufgrund meiner Tätigkeit als Kommissionspräsident. Und wenn ich es anderen ermöglichen sollte, in mein Privatleben einzudringen, dann wäre das auch verwirrend für die Menschen. Denn dann machen sie keinen Unterschied mehr zwischen der öffentlichen Figur und dem Privatmenschen. Mir gefällt der Privatmensch, ich sage aber nicht warum. Wenn Sie mit einem Präsidenten sprechen, was tun Sie da? Gibt es da ein gewisses Verfahren? Ja, Mobile Phone Numbers. Ich habe die Handynummern aller. Ja, Gott sei Dank. Und das klingelt auch häufig. Ich habe doch persönliche Kontakte mit den Kollegen in der EU und außerhalb der EU. Es gibt Kollegen, die ich ja schon seit Jahrzehnten kenne. Und ich spreche nicht mit ihnen, wie Premierminister oder Präsidenten normalerweise sprechen. So arbeite ich nicht. Ich habe persönliche Beziehungen, manchmal mit Konflikten. Aber grundsätzlich sind das freundschaftliche Beziehungen. Mir geht es um ein Gespräch von Mensch zu Mensch. So macht man Politik im Interesse der Bürger. Barack Obama, man, he's no longer. Ja, dann können Sie mir vielleicht ein Interview verschaffen mit Barack Obama, wenn er nicht mehr US-Präsident ist. Yes, of course. Ja. Möchten Sie seine Telefonnummer haben? Ja, gern, klar. Ein Interview wäre sicherlich eine gute Idee. Aber ich glaube, er würde es nicht mögen, wenn ich die Telefonnummer weitergebe. Vielen Dank für das Interview. Ja, weil Polen eben Polen ist, möchte ich ein Signal entsenden an all jene, die uns in Polen zuschauen. Denn häufig heißt es, der Juncker, der ist doch gegen Polen und so weiter. Und ich habe es gestern im Parlament gesagt, Polen ist eine großartige Nation. Das stimmt. Polen ist eine großartige Nation und ich möchte möglichst normale und freundschaftliche Beziehungen haben zwischen, sagen wir mal, meiner Institution, der Kommission und Polen. Ich mag die Polen. Okay. Vielen Dank. Another kiss. Another kiss. Noch ein Küsschen. Please join me here. I would like to thank. Dann möchte ich mich jetzt bei unseren YouTube-Creators bedanken, Letizia, Jonas und auch Lukas. Herr Präsident, herzlichen Dank dafür, dass Sie hierher gekommen sind. Kommen Sie doch ein bisschen näher. Ja, ich werde hier von einer Ecke in die nächste geschubst. Das war eine fantastische Erfahrung. Das hat mir großen Spaß gemacht. YouTube und Euronews werden dies oder strahlen dies aus. Das sind wirklich sehr interessante Themen, die heute besprochen wurden. Herzlichen Dank dafür, dass Sie uns zugeschaut haben. Darf ich noch einen Vorschlag machen? Könnten wir vielleicht diese Diskussion auch noch einmal wiederholen mit Ihnen, mit anderen? Vielleicht könnten wir nächstes Jahr das genauso machen, vielleicht mit demselben Team auch, fände ich wunderbar. Und wie wäre es mit einem Selfie? Alle mal bitte schön lächeln. So. Letizia. Letizia is not there. Ja. Superb. Thank you so much. That was great. Thank you. Also das war jetzt ganz fantastisch. Herzlichen Dank.